Reden ist nicht so meine große Stärke. Ich bin eigentlich derjenige, der an Bord arbeitet. Kapitän. Ja, also ich habe letztes Jahr nicht nur das Ruder denn vom Verein übernommen, sondern gleichzeitig wurde ich ein bisschen genötigt, auch das Ruder vom Kaiser Wilhelm zu übernehmen. Mit einer Probefahrt und auch mit der Saison, die wir letztes Jahr dann gemacht haben, haben wir doch einiges dann schon bewirken können. Sehr schön eben, dass dieser Förderbescheid heute da ist, dass wir damit den Kaiser am Leben erhalten können, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Wir restaurieren, wir planen, hoffen, dass wir jetzt erstmal damit für die nächsten Jahre weiterkommen. Aber ich muss dabei sagen, ein kleines Aber ist dabei, die 400.000 Euro, die da kommen, die sind nur so viel von dem, was das insgesamt benötigt, Herr Schöff. Ja, aber wir kommen Stück für Stückchen weiter und es ist auch so, dass wir mit dem Fahrplan 2014, der vorhin liegt, doch sehr euphorisch in die Saison starten werden und auch mit sehr vielen Fahrten dabei, dass wir auch dann darüber Gelder einnehmen werden, um dann das nächste vielleicht auch wieder aus eigenen Mitteln weiter fortführen zu können. Solch ein altes Schiff wird nie fertig. Es wäre sehr wahrscheinlich einfacher, ein neues Schiff zu bauen, ja, bevor man ein altes Schiff immer wieder restauriert. Aber dann würde ja das gewisse etwas verloren gehen, dass wir unseren Kindern bzw. auch irgendwann unseren Enkeln dann zeigen können, was haben wir da Schönes mit dem Kaiser Wilhelm. So hat man eine Dampfmaschine funktioniert, so fährt ein Dampfschiff. Ja? Und das ist für mich selber nicht nur als Vorsitzender jetzt vom Verein, sondern auch als Kapitän, wenn ich auf dem Kaiser draufstehe, bin ich ein anderer Mensch. Ja? Ich stehe da und das Lächeln ist bei mir im Gesicht drin. Das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Ja, als Kind bin ich oft an der Elbe entlang gegangen und habe den Kaiser gesehen und habe gedacht, boah, das Ding muss auch mal fahren. Ja, heute steht man da drauf. Ne? So, und ja, jetzt weiß ich auch nicht, jetzt habe ich Faden verloren. Ja. Ja, wir vom Verein möchten uns recht herzlich bedanken, dass es doch alles geklappt hat, dass wir jetzt weitermachen können und blicken sehr, sehr positiv in die Zukunft. Es ist für uns so, wir haben letztes Jahr kurz mal nur laut gedacht, dass wir mit dem Kaiser mal nach Dresden fahren möchten, wo das Schiff gebaut worden ist, hatten das euphorisch geplant schon für dieses Jahr, haben es dann aber leider aus Zeitmangel mit dem Restaurierung und auch mit der logistischen Planung, die wir dafür machen mussten, auf ein Jahr später verschoben. Aber wir hatten noch gar nicht ganz laut gedacht, da kamen die ersten Anfragen aus der Schweiz von einem Verein, der für Dampfschiffe da ist, ob die nicht mitfahren könnten. Also es ist Interesse, wie das eben schon gesagt wurde, weit über die Grenzen von Deutschland hinaus, dass man den Kaiser beobachtet. Ja? Und in diesem Sinne, wie das schon eben gesagt wurde, wir präsentieren nicht nur Laumburg, wir präsentieren damit auch die Region. Und es kommen Leute aus von der Weser, vom Rhein, die wiederum bei uns dann auf dem Schiff sind und uns immer wieder sagen, wie schön das doch ist, mit dem Kaiser mitzufahren. Ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich hoffe mal nicht. Ja, ich bin, wie schon gesagt, nicht der gute Redner. Ja, nochmal recht herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns irgendwann hier in dieser Form wiedersehen werden. Auf jeden Fall.